Der Hitlergruß-Skandal um Ballermann-Star Melanie Müller sorgt für Empörung in ganz Deutschland. Bei einem Auftritt in Leipzig reißt sie den Arm 8-mal zu der verbotenen Geste in die Luft. Wie tief steckt Melanie Müller im rechtsradikalen Sumpf? Bei uns spricht jetzt ihr Ex-Mann. Der Nazi-Eklat um die gefallene Dschungelkönigin Melanie Müller. Bildreporter Markus Langner will von Müllers noch Ehemann Mike Blümer wissen, wie er den Videoausschnitt bewertet. Sie ist Rechtshänderin und hat grundsätzlich ihr Mikrofon in der rechten Hand und macht mit links schon diese Andeutungen. Also nicht Andeutungen, um Gottes Willen, ich nenne es schon Andeutungen, Hilfe. Nein, um die Leute mit der linken Hand zu animieren, mitzumachen, sage ich jetzt mal, um sie anzukurbeln, um sie zum Feiern zu animieren. Aber in der Form habe ich es noch nicht von ihr erlebt. Zicke-Zacke, das ist ihr Anfeuerungsruf, gar keine Frage. Aber die Art und Weise, wie ich das dort sehen musste, habe ich noch nicht von ihr erlebt. Fakt ist, im Video reckt Müller mehrfach die rechte Hand in eindeutiger Manier nach oben. Auch schreitet Müller in einem zweiten Video nicht sofort ein, als Konzertbesucher Nazi-Parolen brüllen. Melanie Müller streitet eine Nähe zum Rechtsradikalismus ab, schreibt bei Instagram: Ich habe mit rechtsradikalen oder nationalistischem Gedankengut nichts am Hut. Ich verurteile das aufs Schärfste. Auch in einer Sprachnachricht an Bild bestreitet die ehemalige Promi-Big Brother-Siegerin den Vorwurf, rechtsextrem zu sein. Ich bin weder rechtsorganisiert, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Brauche ich das jemals? Mike Blümer teilt sich mit seiner Ex das gemeinsame Sorgerecht für die beiden Kinder Mia und Matti. Wo sind die denn jetzt momentan? Unsere Kinder sind aufgrund der Situation und noch ein paar anderer Gegebenheiten in unserer Auseinandersetzung, in unserer Trennung bei mir. Ich habe die Kinder gestern aus der Kita geholt und die Kinder bleiben jetzt auch vorsorglich erstmal bei mir, weil ich auf keinen Fall möchte, dass meine Kinder oder unsere Kinder irgendwelche Anfeindungen bezüglich meiner Frau erleben müssen. Melanie Müller reagiert nicht mehr auf unsere Interviewanfragen. In ihrem letzten Instagram-Statement stellt sie die aktuelle Situation aber so dar. Mir geht es deshalb wirklich schlecht und ich denke auch an meine Kinder, die ich schützen muss und die solche Lügen über ihre Mutter nicht lesen wollen. Das möchte ich nicht, dass es meine Kinder in irgendeiner Form bei sein meiner Frau oder durch die Präsenz meiner Frau erleben müssen. Aus dem Grund behalte ich die Kinder jetzt eine Erklärung oder bis zu irgendwann, ich muss die Kinder schützen. Melanie Müller ruinieren diese 16 Sekunden nicht nur ihre Karriere als Trash-Ikone, sondern auch ihr Privatleben?